Stopp, hier ist es perfekt. Komm, lass noch ein bisschen weiter nach da. Nix da. Hallo, es ist mein Geburtstag und meine erste Strandübernachtung. Und? Spinnst du? Magst du was? Kipp mir die Flasche. Hol sie dir halt. Komm, hier ist sie. Komm. Gib sie mir. Komm, da. Da ist sie. Komm. Gib sie mir. Komm, wir suchen Holz. Katja? Katja? Wo ist deine Schwester? Katja? Habt ihr schönen Geburtstag gefeiert? Katja ist weg. Was heißt weg? Ich weiß nicht, wo sie ist. Wie bitte? Du solltest doch auf sie aufpassen. Du hast es mir versprochen, Vera. Kaum lässt man euch allein, schon passiert was. Als hätte ich es geahnt. Gdiana! Wo ist sie, Vera? Los, such sie. Я здесь, я с тобой.
Ich fahr rauf. Gib mir noch 5 Minuten. Kabel ist locker, noch 10 Minuten. Du musst jetzt kommen, morgen ist es zu spät. Ja, es ist sehr wichtig. Jetzt sofort, verdammt! Was soll das? Willst du mir nicht sagen, was du vorhast? Schon gut, nicht aufregen. Ich mache alles, was du willst. Schon kapiert. Ganz ruhig bleiben. Das ist er. Der Silberne? Der ist ja riesig. Der nächste. Alle Silbernen? Mama! Oh Gott. Schön, dass du da bist. Ich wusste gar nicht, dass meine Mutter noch jemanden mitbringt. Nein, das ist Jon. Und wir haben uns im Flugzeug kennengelernt und er hat hier ein Fotoshooting, ne? Christine, Wiedersehen. Ruf mich mal an. Ja, bestimmt. Ja, das Spendenkonto davor ist auf der Rückseite. Alles klar. Jon? Ich glaube, Sie haben Ihr Gepäck vergessen. Nein, das gehört Ihrer werten Frau Mama. Armenischer Cognac. Churchill hat nichts anderes getrunken, sein Jugendbrunnen, meinte. Mama? Ach, Robert, ich hasse dieses Wort. Nenn mich doch einfach Christine. Christine, Alkoholschmuggel ist in Schweden kein Spaß. Ich werde das beschlagnahmen. Grenzen. Grenzen sind doch nur Illusionen, errichtet von den Mächtigen, um ihre Macht zu erhalten. Außerdem, wenn du wüsstest, was ich schon alles durch den Zoll gebracht habe. Wenn du wüsstest, was ich alles schon beschlagnahmt habe. Lino und den Kindern geht's gut? Keine Probleme. Hier ist alles so... Ja? So grün. Ich spüre noch den Sand in den Schuhen von der Sahara. Karin, was gibt's? Ich habe gerade meine Mutter vom Flughafen abgeholt. Muss ich kommen?
Eigentlich wollte ich dich richtig willkommen heißen. Ach, schon gut. Line ist ja da. Ja. Hallo, Christine. Line. Schön, dich zu sehen. Hallo. Ich freue mich. Line, ich habe eine Sache. Ich muss wieder los. Ich muss auch weg. Ich habe eine Geburt. Steißlage richtig schwer. So ist das mit unseren Jobs. Tut mir leid, Christine. Schlechtes Timing, entschuldige. Ja, aber haut ab, ich weiß doch, wie das ist. Die Kinder sind ja da. Die freuen sich auf dich. Mann, das tut mir so leid. Niklas und Ida zeigen dir, wo du schlafen kannst. Seid mir nicht böse, aber ich muss los. Bis nachher, Christine. Ich komme zurück, sobald ich kann, ja? Der Kühlschrank ist voll. Bedien dich. Hallo, ich bin Christine, eure Oma. Wisst ihr, was eine Elsache ist? Eine Leichensache. Ich glaube, ich habe was für euch. Tut mir leid wegen deiner Mutter. Wo sie endlich da ist? Ist vielleicht ganz gut, wenn sie erstmal die Kinder ein bisschen kennenlernen. Wer ist es? Sprengmeister Morgan Larsson. Er hat die Explosion zu früh ausgelöst. Ist es dabei passiert? Kann nicht. Normalerweise bleibt er nach der Zündung da oben im Häuschen. Und stattdessen ist er abgestürzt. Wer hat uns alarmiert? Der Vorarbeiter. Larsson setzt uns mal da oben. Ja. Hey. Hey, Eva. Tja, ich würde sagen, ein Schädeltrauma ist die Todesursache durch einen Fall aus großer Höhe. Ich wollte gerade zur Kosmetik gehen. Stell dir vor, sowas habe ich noch nie gemacht. Verdirbt ihr bloß nicht deine Schönheit. Das war doch euer Weihnachtsgeschenk. Was blieb mir anderes übrig? Die Bandscheibe? Ja. Hm. Hallo. Ja, der Vorarbeiter kann sich auch nicht vorstellen, dass Larsson so einen Fehler unterlaufen sein konnte. Er soll ein 110-prozentiger Pedant gewesen sein. Thomas? Mhm. Wer ist der Typ mit der Sonnenbrille? Der Notarzt. Der Notarzt? Ja. Alles in Ordnung, er hat den Schock gut überstanden. Herr Bovide, ich bin Arzt im hiesigen Krankenhaus. Kripo Visby, sind Sie zufällig hier vorbeigekommen? Mehr oder weniger. Ich war gerade auf dem Weg nach Hause, da kam der Anruf von der Notzentrale. Und da ich in der Nähe war, bin ich gleich hierher gekommen. War er schon tot, als Sie angekommen sind? Da war nichts mehr zu machen. Leider, der arme Kerl. Hoffentlich hat er keine Familie. Ein schlimmer Anblick. Wie soll man da Abschied nehmen? Ist Ihnen sonst etwas aufgefallen? Nein. Falls mir noch was einfällt, rufe ich an. Danke, Doktor. Was soll ich denn jetzt machen? Aber wieso? Er hatte doch eine Sprengung heute Morgen. Ist ihm dabei etwas passiert? Nein, er ist nach der Explosion ums Leben gekommen durch einen Sturz. Ein Kollege hat ihn bereits identifiziert. Mir wird nichts passieren, hat er gesagt. Dafür passe ich viel zu gut auf. Sie wollten verreisen? Nein. Aber meine Tochter, Kim, sie ist schwimmen gegangen. Sie sollte eigentlich schon hier sein. Was soll ich ihr denn sagen? Kim, ich muss mit dir reden. Ich will es aber nicht hören. Papa ist tot. Kim! Schweizer Brief. Kim, mach die Tür auf. Wir kommen später nochmal.
Soll ich fahren? Wie alt schätzt du die Frau? Anfang 30 vielleicht? Die Tochter so circa 12, 13. Morgen Larsen ist 50. Ungewöhnliche Familie. Ringmeister mit Tochter in Schweizer Internat. Vielleicht ist sie ja gar nicht sein Kind. Überprüf das. Aber hallo, was ist... Was macht ihr denn da? Oma hat gesagt, wir haben einen Schatz im Garten. Krieg ich dann ein neues Fahrrad? Wenn du es dir ausbuddelst. Auf Gotland soll es über 700 Gold- und Silberschätze geben. Genau deswegen sind Metalldetektoren verboten gemeint. Was, deswegen? Ja, deswegen. Du, ich arbeite für die UNO. Ein Projekt gegen Landminen. Dieses Ding ist meine Lebensversicherung. Ich gebe das nicht her. Das ist jetzt konfisziert. Ach. Hier, die hast du auch schon überall gesucht. Oh ja, danke. Eva? Welches Kaliber? 9 mm. Die habe ich in Larsons Kopf gefunden. Alles spricht für eine Hinrichtung, wurde aus nächster Nähe vollstreckt. Wenn er erst mal in der Röhre war, weiß ich mehr darüber. Aber das hier sehe ich auch ohne Röhre. Die Pupillen. Drogen. Weißt du schon welche? Noch nicht, aber bald. Hausdurchsuchungsbefehl für Larsons. Und ruf die Spurensicherung an. Die müssen noch mal in den Steinbruch. Ich fahre mit Karin zu seiner Frau. Nein, hallo, ich bin noch nicht fertig. Seht euch das mal an. Das habe ich in seiner Hosentasche gefunden. Mord? Haben Sie eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Ihr Mann... Hat er keine Feinde? Nein. Warum auch? Und Sie selbst? Wo waren Sie heute zwischen 8 und 9 Uhr? Ja, also einkaufen. Alles Schlaftabletten. Das habe ich noch für Kim besorgt, fürs Internat. Es ist ihm bestimmt schwer gefallen, Sie da anzumelden. Mit 14. Ausgerechnet im sensibelsten Alter. Sie wird hierbleiben, nachdem was passiert ist. Was ist jetzt anders? Ich meine, fallen jetzt Gründe weg, warum sie ins Internat sollte? Die Drogen ihres Mannes zum Beispiel. Was denn für Drogen? Morgan nahm keine Drogen. Vielleicht mal ein Schlafmittel, er konnte oft nicht einschlafen. Deshalb haben wir getrennte Schlafzimmer. Das Internat konnten wir uns leisten, weil ich etwas geerbt habe. Es ist uns sehr wichtig, dass sie eine gute Ausbildung bekommt. Mein Mann war ja gerade mal 14, da musste er schon arbeiten gehen. Und Sie waren mit 17 ja auch schon in der Pflicht, sozusagen. Was ist schlimm daran, so früh ein Kind zu kriegen? Wir wollten es so. Wo haben Sie Ihren Mann eigentlich kennengelernt? Bei einer Regatta. Ich bin damals selbst viel gesegelt. Satnik. Russisch, die ist mindestens 100 Jahre alt. 150. Morgan hat sie aus dem Meer geholt. Ihr Mann war Wracktaucher? Ja. Das war seine Leidenschaft. Thank you.
sein Talisman. Den habe ich ihm geschenkt, als ich schwanger war. Könnte ich den bitte wieder haben? Später vielleicht. Robert, kommst du mal? Wodka? Wodka. Jungs, ich glaube, ich habe da was für euch. Nils? Morphium. Was ist denn das? Das kann nicht von uns sein. Noch nie gesehen. Aha. Irgendwelche Schmerzmittel vielleicht. Er brauchte manchmal Medikamente wegen seiner Schulter. Bisschen viel für den Eigenbedarf, oder? Was war mit seiner Schulter? Zerstört. Ein schwerer Unfall. Hallo Vera, entschuldige. Ich konnte nicht kommen, ich musste zu einer Entbindung. Und, wer war's? Jemand aus unserer Gruppe? Nein, nein, es lief alles bestens. Und wie geht's dir, Vera? Soll ich nicht mal vorbeikommen? Nein, mir geht's wieder gut. Alles bestens. Das freut mich. Und du hast keine Schmerzen mehr? Nein, wie weggeblasen. Mach dir keine Sorgen, ich pass auf mich auf. Du, Lennart ist gerade gekommen, ich muss mal Schluss machen, aber ich melde mich dann einfach, wenn doch was ist. Okay. Die Dachlatten besorgt. Die hat mir gefehlt. Okay. Auch gar keinen Wickeltisch, oder? Die Fassade haben wir auch neu gestrichen. Naja, Line mehr als ich. Ich muss einen Serienmörder fangen. Du kannst nicht überall sein. Da hast du recht. So im Haus wird man nie fertig. Es ist wunderschön. Da hättest du mal sehen sollen, als wir es gekauft haben. Ja, das hätte ich. Ich habe so vieles nicht gesehen. Über 30 Jahre. Du hast viele andere Dinge gesehen und getan in den 30 Jahren. Wichtige Dinge. Wichtig für wen? Du hast dir dein wunderbares Heim aufgebaut für deine tolle Familie. Ich habe das nicht geschafft. Ich liebe meinen Job. Laut Kim war die Mutter die treibende Kraft hinter der Internatsidee. Kim wollte da nicht hin. Sie hing sehr an ihrem Vater. Hatte den Eindruck, die Mutter wollte einen Keil zwischen sie und ihrem Papa treiben und ist deshalb... Er hat Morphium in seinem Blut. Und das nicht zu knapp. Das haben wir bei Larson gefunden. Da war er bestens versorgt. Das hier haben wir im Steinbruch gefunden. Oh, er hat es geschluckt wie Hustensaft. Eine praktische und unauffällige Methode hinterlässt vor allem keine äußerlichen Spuren, wie Einstiche, Abszesse oder blaue Flecken. Einfach und sauber. Wie wirkt Morphium eigentlich? So wie Heroin? Es gibt einen Flash und einen Rausch. Stimmt. Das ähnelt dem Heroin. Aber es lindert vor allem Schmerzen. Und wenn man richtige Schmerzen gehabt... Ich hab's mal im Krankenhaus gekriegt. Unter ärztlicher Aufsicht. Ich meine nur, man soll ihn nicht gleich zum Junkie machen, nur weil er unerträgliche Schmerzen hat. Aber das hier deutet doch sehr auf Schmuggel und Schwarzhandel hin. Mit der Menge kann man halt Wispy versorgen. Und Larson war ein erfahrener Segler und Taucher. Schmuggel wird ja meistens über Schiffe abgewickelt. Schmuggel, Schwarzhandel.
Kann er das alles allein abgewickelt haben? Wohl kaum. Das Labor sagt, er war medikamentenabhängig. Er nahm regelmäßig schwere Schlafmittel, die man normalerweise nur auf Rezept bekommt. Die muss er entweder geklaut haben oder... Fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Warte mal. Warte mal, ich habe da gerade was gesehen. Genau. Schau mal, ist das hier nicht unser Sonnenbrillenarzt mit Larson zusammen? Das Bovil. Uns gegenüber tut er so, als kennt er den Toten nicht. Ja, und dabei, warte mal, kennen die sich schon seit Jahren? Den schnapp ich mir. Frage Ingrid Larson, ob sie Bovide kennt. Warte mal. Larson hatte Schulterschmerzen. Bovide ist Orthopäde und Unfallchirurg. Vielleicht haben sie sich ja so kennengelernt. Wirklich? Da hast du schon eine Aufnahme von der Schulter gemacht, Eva. Ja, kriegst du. So, dann. Hey. Ach, Sie. Bitte sehr. Kommen Sie rein. Entschuldigung. Ein kleiner Augenblick Geduld. Guten Tag, Isma. Danke. Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich stehe lieber. Sie haben Probleme mit dem Rücken. Das können Sie sehen. Wenn ich das nicht gleich erkennen würde, wäre ich ein schlechter Arzt. Die typische Vermeidungshaltung. Ischias. Kommen Sie mal her. Gerade große Menschen haben Probleme mit ihrem Rücken. Dagegen kann man was tun. Die Arme kreuzen. Gut. Ja. Und jetzt tief einatmen. Und ausatmen. Und nochmal einatmen. Wieder besser? Ich weiß noch nicht. Ja. Ja, es ist viel besser. Freut mich. Aber Sie sind nicht als Patient hier. Nein. Deswegen. Aha. Wo haben Sie das denn her? Das haben wir bei dem Toten gefunden. Aus dem Steinbruch? Ja. Ja, aber das verstehe ich nicht. Warum hatte der Tote ein Bild von mir und Larson? Der Tote war Larson. Was? Larson ist tot? Ja. Ja. Sein Gesicht war zerschmettert. Ich habe ihn nicht erkannt. Sie waren befreundet? Befreundet würde ich in dem Fall nicht sagen. Wir beide... dasselbe Hobby. Wir waren ein gutes Team. War er Ihr Patient? Ja. Aber das ist lange her. Ich habe ihn mal behandelt, ja. Er hatte Morphium im Blut. Ach ja? Davon weiß ich nichts. Er war morphiumabhängig. Ich achte sehr sorgfältig darauf, dass meine Patienten nicht abhängig werden. Aber manchmal passiert es eben doch. Woher beziehen Sie das Morphium für Ihre Patienten? Was meinen Sie damit? Aus der Krankenhausapotheke. Und der Gifttrank wird genau kontrolliert, doppelt und dreifach. Haben Sie eine Ahnung, woher Larson sein Morphium bezogen haben könnte? Leider nein. Von mir bestimmt nicht. War das alles? Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vor 10, 11 Jahren. Ich tauche nicht mehr, ich spiele jetzt Golf. Danke. Das war's. Also, wenn ich Ihnen irgendwie weiterhelfen kann, dann rufen Sie mich einfach an. Berührt Sie das alles gar nicht? Ich vermeide Schmerzen. Sie verändern die Persönlichkeit. Danke. Karin, wir haben unseren ersten Verdächtigen. Per Bovide. Der hatte gar keine Anforderung von der Notfallbereitschaft. Entweder er ist zufällig da vorbeigekommen oder war schon da. Überprüf den mal. Fahr zum Golfclub, flieg raus, wie lange er da schon Mitglied ist, was er sonst noch in seiner Freizeit macht, seine Familienverhältnisse und so weiter. Du weißt schon.
Er nimmt den Ball raus, legt aber was anderes hinein. Sein Ball war gar nicht im Loch. Seine Übergabe. Ja, achtet mal auf die Hände. Sieht aus wie Arthritis. Ich habe mich mal unauffällig bei den Nachbarn umgehört. Er kommt regelmäßig, etwa einmal pro Woche, macht Hausbesuche. Alle haben orthopädische Probleme. Dass er nicht erstmal in Deckung geht. Aber offenbar brauchen seine Patienten das Morphium. Bleibt an den Beziehern dran, quetscht sie aus. Bovide darf ruhig merken, dass wir an ihm dran sind. Ich habe noch was zu Larsson. Er hat Geld auf mehreren Auslandskonten. Er könnte von der Erbschaft stammen, die Ingrid Larsson erwähnt hat. Ich glaube nicht an das Erbe. Er ist regelmäßig nach Petersburg geflogen. Also für mich ist klar, dass er Alkohol und Morphium aus Russland geschmuggelt hat. Schau dich das an. Schau es an. Sie stehen auf meinem Platz. Kranken Menschen haben sich Ihnen anvertraut, Bovide. Was wollen Sie? Als Sie die Schmerzen nicht mehr aushielten, haben Sie Ihnen Morphium verabreicht. Ja und? Das ist eine ganz normale Behandlung. Wir haben Sie abhängig gemacht. Und stoßen sich reich, indem Sie Ihnen das Morphium verkaufen. Ich pfeife aufs Geld. Ich bin Arzt. Das Wohlergehen meiner Patienten ist mir wichtig. Ich lindere Ihre Schmerzen. Damit kommen Sie nicht durch, Herr Doktor. Für die Behandlung meiner Patienten gilt die ärztliche Schweigepflicht. Das geht Sie nichts an. Entweder Sie verhaften mich oder Sie räumen meinen Parkplatz. Das ist keine Therapie. Morgan Larsson hat Ihnen das Morphium schwarz beschafft. Haben Sie ihn ermordet? Was? Warum sollte ich jemanden ermorden, der mich, wie Sie behaupten, versorgt hat? Komisches Mordmotiv. Was war zwischen Ihnen und Larsson? Gar nichts. Glaube ich Ihnen nicht. Kannst du nicht schlafen? Nein. Die ungewohnte Umgebung. Die gewohnte? Früher konnte ich auch erst schlafen, wenn du wieder zu Hause warst. Hast du die letzten 30 Jahre wachgelegen? Gute Nacht. Also das Gepäck deiner Mutter finde ich sehr beeindruckend. Ist eine Nomadin. Ja. So wie deine Mutter möchte ich auch alt werden. Sie ist so voller Leben. Oh, Entschuldigung. Morgen, Robert, komm ruhig rein. Bin gleich fertig. Nee. Wenigstens die Tür hätte sie abschließen können. Robert, sie ist deine Mutter. Ja, das ist ja das Problem. Sei doch nicht so deutsch. Sag mal, spinnst du hier einfach herzukommen? Ich brauche mehr Morphium. Das muss jetzt aufhören. Lieber heute als morgen, verdammt nochmal. Die Bullen waren bei Ingrid, sie haben alles beschlagnahmt. Du musst mich zur Insel rüberfahren. Dann kann ich mich wieder eindecken. Die brauchen Morphium, sonst spielen die verrückt. Was meinst du, was die mir alles anhängen werden? Ich muss sie jetzt langsam entwöhnen. Dazu brauche ich die Vorräte von der Insel. Nein.
pass mal auf. Wenn sie mich kriegen, dann bist du auch fällig. Nein? Okay. Dann gehen wir rein und erzählen dir alles. Das tust du nicht. Okay. Aber dann ins Schloss. Woher kennst du diesen Typen? Wieso? Weil ich nicht will, dass hier irgendwelche Leute auftauchen, wenn ich später mit dem Baby alleine bin. Ich kenne den gar nicht. Die Reederei hat ihn geschickt. Er will seinen 40. Geburtstag auf dem Boot feiern. Mit einer kleinen Extratour. Aber dafür werde ich keinen freien Tag opfern. Nicht jetzt, wo das Baby kommt. Lennart, woher kennst du Per Bovide? Ich kenne ihn nicht, Vera. Ich hab dir doch gesagt, die Reederei hat ihn geschickt. Du weißt, wie er heißt? Woher kennst du ihn? Er ist einer der Mörder meiner Schwester. Weißt du, wer sonst noch dabei war? Der Tote aus dem Steinbruch. Ist nicht kalt. Na gut. Du hast ganz schön viel Gepäck mitgebracht. Da drin ist alles, was ich besitze. Ich habe kein Heim. Christine, willst du eigentlich bei uns bleiben? Oder sind wir eine weitere Station in deinem Leben? Ich weiß es nicht. Es gibt so vieles, was ich noch sehen möchte. Hier ist es so schön. Also wenn ich hier bleibe, wäre das vielleicht meine letzte Station. Ich kann wieder abfahren. Nein, Mama. Christine, ich würde mich freuen, wenn du bei uns bleibst. Kommt jetzt ein Aber? Ja. Aber überleg dir, welche Erwartungen du an mich hast. Und an dich. Denn eine Mutter brauche ich jetzt nicht mehr. Sieh zu, dass du unter Leuten bist, falls plötzlich die Wehen einsetzen. Ja, erstmal kommt Lina und dann fahre ich einkaufen. Mach das. Fahr doch danach dein Auto nochmal durch die Waschanlage. Der Wagen kann's gebrauchen. Alles wird gut. Bovide kam 1994 als Arzt ins Krankenhaus. Und ist hier rasant reich geworden. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das auszurechnen. Das ist echt frustrierend. Ich müsste 248 Jahre ackern, um allein das Aktienvermögen zu kriegen. Das Geld von den Larsons stammt übrigens auch nicht aus einem Erbe. Selbstverdient. Schwarz. Trotzdem verstehe ich das nicht. Wieso riskiert Bovide, seine Arztzulassung? Seinen guten Ruf. CT-Bilder, auf die ihr so sehnsüchtig wartet.
Larsons Schulter war nur noch ein einziges Trümmerfeld. Das muss ein schlimmer Unfall gewesen sein, meine Güte. Also, davon steht nichts in seiner Krankenakte. Wann war das? Vor 10 oder 15 Jahren, würde ich sagen. Er wurde operiert. Nicht sehr fachmännisch. Eine Notoperation wahrscheinlich. Vielleicht in einem Feldlazarett. Er muss furchtbare Schmerzen gehabt haben. Er wusste sicher zu helfen. Meinen Patienten geht's da besser. Keine Schmerzen, ewige Ruhe. Bovide hat zugegeben, dass Larson früher sein Patient war. Das war eine glatte Fehlbehandlung. Da wäre es aus und vorbei gewesen mit der Karriere. Ich habe Bovide überprüft. Gegen ihn lag nie etwas vor. Es war Larson, der das Morphiumgeschäft aufziehen wollte. Und durch den Kunstfehler hatte er Bovide in der Hand. Bovide wurde von Larson erpresst. Das ist ein Mordmotiv. Also, hier im Krankenhaus wurde er nicht operiert. Es gibt keinerlei Hinweise darüber in der Akte Morgan Larson. Vielleicht konnten Sie nicht ins Krankenhaus. Die beiden haben eine Leiche im Keller, irgendeinen Fleck auf der weißen Weste. Okay, Fleißarbeit. Hat es in diesem Sommer besondere Vorkommnisse gegeben? Ich war da so. Das ist nicht wirklich ein besonderes Vorkommnis. Also, Akten wälzen. Kennen Sie dieses Foto? Das sind Peer und Morgan. Das muss so Sommer 94 gewesen sein. Waren Sie dabei, als es geschossen wurde? Da war ich schwanger. Mir wurde immer schlecht. Da hätte mich kein Mensch auf dem Boot gekriegt. In diesem Sommer 1994 ist da irgendwas Besonderes passiert? Ein Unfall, ein Diebstahl, irgendetwas, an das Sie sich erinnern würden? Nach diesem Sommer war mein Mann nur noch ein Wrack. Morgan wurde gegen eine Klippe geschleudert. Seine Schulter wurde dabei völlig zerstört. Wie ist das passiert? Ich weiß es nicht. Bovide hat ihn operiert. Es gibt aber keine Krankenakte über die Operation. Das kann aber nicht sein. Das war eine sehr komplizierte und aufwendige Operation. Danke. Frau Larsson. Haben Sie Ihren Mann damals im Krankenhaus besucht? Nach der Operation? Wie denn? Ich lag selber da mit einem Kaiserschnitt. Wo gibt es hier denn Rentier oder Elchfleisch? Ich möchte das so gern probieren. Ich habe schon mal ein Elch gestreichelt. Oder Fisch? Ihr esst doch bestimmt die ganze Zeit Lachs hier. Meinst du Fischstäbchen? Was ist das denn? Gegorener Hering, eine Spezialität. Aha. In der Dose entwickelt sich Gas und lässt sie anschwellen. Man darf sie nicht mit ins Flugzeug nehmen. Explosionsgefahr. Hallo, Emma. Hey, Ida. Das ist meine Lehrerin. Und das ist Vera. Hey. Und diesem Sprössling hat doch bestimmt meine Schwiegertochter auf die Welt geholfen. Ja, ja. Und bei mir muss sie noch aktiv werden. Wie schmeckt das denn? Ja. Und das ist eine schwedische Delikatesse? Ja, aber wenn man die Dose falsch öffnet und die Lake herausspritzt, muss man erst mal ausziehen. Das ist ja spannend. Wollen wir uns nicht später zum Kaffee treffen? Dr. Bovide hat für heute alle seine Termine abgesagt. Er hat doch sicher eine Notfallnummer hinterlassen. Ja, aber das Telefon ist aus. Sagen Sie ihm bitte, er soll sich sofort bei uns melden. Mache ich. Danke. Thomas. Vogel ist ausgeflogen. Wenn Bovide morgen nicht zur Arbeit erscheint, schreiben wir ihn zur Fahndung aus. Ich weiß jetzt, wo das Foto aufgenommen wurde. Gotska-Sanden, Franzka-Buchten. Diese Kanonen hier gehören zu Satnik, ein russisches Dampfschiff, das 1864 da vor der Küste gesunken ist.
Das ist doch das Werk, von dem Lars von die Schiffsglocke hat. Genau, dieses Foto entstand in dem Sommer, als an diesem Strand ein 15-jähriges Mädchen ermordet wurde. Sind Larsson und Bovida zu dem Fall vernommen worden? Ja. Ingrid Larsson hat ihnen ein Alibi gegeben. Sie sollen zur Tatzeit bei ihr in Visby gewesen sein. Damals war sie wohl schon mit ihrer Tochter schwanger. Wurde der Täter hier gefasst? Nein. Aber alle wussten, wer der Täter war. Wer denn? Na, irgendein Tourist aus Stockholm natürlich. Treib die Suche nach Bovida voran. Und du sprich nochmal mit Ingrid Larsson. Belaste das Alibi, das sie den Männern gegeben hat. Jetzt, wo ihr Mann tot ist, sieht sie vielleicht manches anders. Und du? Ja. Ah, zu spät. Dann eben morgen. Robert, sprich mit uns. Ich fahre nach Koskasandön. Im Anblick werde ich ganz schwach. Oh, ich will dich am liebsten immer bei mir haben. Aber irgendwann muss ich dich loslassen. Das wird sicher nicht einfach. Es kostet viel Kraft. Aber es kommt ja nicht darauf an, ob du das kannst oder nicht. Wir Mütter haben ja keine Wahl. Als meine Tochter starb... Entschuldige, das habe ich nicht gewusst. Muss ich nicht entschuldigen. Sie ist ertrunken. Und sie war erst 8 Jahre alt. Eltern sollten ihre Kinder nicht überleben. Es ist nicht richtig. Ich habe es nicht ertragen. Erst jetzt, nach all den Jahren, da beginne ich zu verstehen, dass das Leben meiner Tochter kein Roman war, sondern eine wundervolle Kurzgeschichte. War schön, dass sie da war. Sie hat gelebt, wurde geliebt, besonders von ihrem Bruder. Guten Abend. Wer anders? Ja. Vera Falk. Eine Patientin meiner Frau. Ja, ist ja auch nicht zu übersehen. Sie kommen nicht aus Schweden? Nein. Oh, dieses ewige Meeresrauschen. Ja. Man kann ihm nicht entkommen. Ja, obwohl bei uns im Haus im Wald, da hört man eigentlich gar nichts. Ich würde lieber im Inland wohnen, aber meine Familie zieht ans Meer. Und Sie? Die Liebe zum Meer hat Sie wohl nicht nach Gotland verschlagen? Nein. Die Liebe zu einem Seemann. Passagiere haben hier keinen Zutritt. Verstehe. Um was geht's denn, Herr Kommissar? Das Foto ist leider schon etwas älter. Haben Sie diesen Mann gestern nach Koskasandön gebracht?
mir nicht alle Passagiere merken. Ja, viel los ist aber nicht. Ja, die Saison ist fast vorbei, aber den habe ich nicht gesehen. Warum fahren Sie da? Naja, die Tour geht noch weiter zum Festland und dann wieder zurück. Wissen Sie, wie ich auf Gotskasandön zum Strand Franz Kabukten komme? Das ist auf einer Anlegestelle Richtung Süden, den Strand entlang. Danke. Nein, 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 das darf doch nicht wahr sein. Alle raus hier, los! Na Gott, so schlimm ist das doch nicht. Vor dem Leuchtturm links. Und der Friedhof? Der ist auch links. Kurz vorm Leuchtturm. Und legen Sie sich nicht mit Ingmar an. Ingmar? Der Naturschutzwart und Leuchtturmwärter, der will niemanden auf der Insel haben. Und warum nicht? Er glaubt, die Insel gehört ihm. Er war bei der Fremdenlegion, er ist unberechenbar. Danke für den Tipp. Kommen Sie raus! Hier ist Sperrgebiet! Keinen Schritt weiter, ich habe ein Gewehr auf Sie gerichtet! Ingmar? Sind Sie Ingmar? Und wer sind Sie? Robert Anders, Kriminalpolizei Gotland. Ah! Was soll das Theater? Ich dachte, Sie sind ein wilder Camper. Ich wollte Sie nur ein bisschen erschrecken. Die Penner machen hier alles kaputt. Das ist Naturschutzgebiet. Darum haben die Vögel verrückt gespielt. Kennen Sie ihn? Nein. Das Handy können Sie vergessen. Kein Empfang, funktioniert nicht. Kann ich irgendwo telefonieren? Ich habe ein Telefon. Im Leuchtturm. Gut. Dann gehen wir da hin. Wie lange dauert es denn, bis wir wieder zu Hause schlafen können? Hoffentlich ewig. Selten ist doch viel cooler. Wenn Ida Glück hat und wir Pech haben, ein paar Tage. Line, das wollte ich nicht. Klar. Das weiß ich doch.
Wenn ich in ein Land komme, dann versuche ich immer, mich der Kultur anzupassen. So zu leben und so zu essen. Aber wir sind keine Kultur, wir sind eine Familie. Und wir hassen Sürströmming. Nicht so gern dazugehören, aber ich weiß nicht wie. Ich hab's verlernt. Das macht doch nichts. Wahrscheinlich konnte ich's nie. Hab's ja versucht, wirklich. Ich hab's versucht, aber mein Mann, der wollte sich nie helfen lassen. Und es ist hart, neben einem depressiven Menschen zu leben. Ich konnte nicht mehr. Ihm hast du nicht helfen können. Und dir selbst? Ricardo hat mich gerettet. Und er hat bei der UNO gearbeitet. Mit ihm bin ich durch alle Kriegsgebiete der Welt gepilgert. Da konnte ich Robert nicht mitnehmen. Der war ja erst 15. Warum hast du Robert nicht zu dir geholt, als Ricardo tot war? Da habe ich seinen Job übernommen. Und hier bin ich. 30 Jahre später. Ja, einem Mann würde man das nie übel nehmen, aber einer Frau. Ich bin jetzt die Rabenmutter. Und trotzdem, es war das Beste für uns alle. Es war richtig. Wem erzählst du das? Mir oder dir oder Robert? Für ein Kind gibt es keine schlimmere Strafe, als verlassen zu werden. Ich wollte doch Robert nicht bestrafen. Woher sollte er das wissen? Er glaubt, alles sei seine Schuld. Der Tod der Schwester, die zerbrochene Familie. Die Schiffbrüchigen der Sadnik. Katja Ivanovna Goratschi, 1994. Ivan Goratschi, 1995. Wer sind die? Pflegen Sie dieses Grab? Ich? Ja. Kommen Sie darauf, die Blumen sind nicht von mir. Die hat Ihre Schwester mitgebracht. Die kommt einmal im Monat hierher. Stellt immer frische Blumen dahin. Warum sind die hier begraben? Das Mädchen ist hier ermordet worden. Das war vor 14 Jahren. Ihr Vater hat sie da beerdigt. Er hat's nicht verkraftet. Ja, danach hat er sich erschossen. Hier am Strand. Ja. Sand schluckt viel Blut. Wissen Sie, wie die Schwester heißt? Vera. Vera Falk. Sie ist die Süße von unserem Kapitän. Von Lennart. Mit dem sind Sie doch rübergekommen. Kommen Sie. Ich möchte ungestört telefonieren. Sie warten hier, ja? Ja. Ja, Karin, hör zu. Per Bovide wurde hier erschossen. Was? Ja. Sag Thomas und Eva Bescheid. Sie sollen mit der Spurensicherung im Hubschrauber kommen. Ich komm mit. Nein, nein. Du musst Ingrid Larsson befragen. Ich weiß jetzt, wie die Schmuggelroute lief. Das Morphium muss mit russischen Frachtern gekommen sein. Vor der Küste haben sie es dann über Bord geworfen. Und dann haben Bovide und Larsson es beim Tauchen wieder rausgefischt. Ich wollte eher noch mal zu ihr fahren und sie zu Bovide befragen. Laut Larssons Telefonabrechnung hat er nämlich unmittelbar vor seinem Tod mit Bovide telefoniert. Oh, verdammt. Damit fällt Bovide als Täter wohl aus. Und warum? Wenn Bovide vor ihm gestanden hätte, um ihn umzubringen, hätte Larsson wohl kaum gleichzeitig mit ihm telefoniert, oder? Karin, warte mal kurz. Okay.
Ich habe gerade einen Koffer mit Morphium und wahrscheinlich auch die Mordwaffe gefunden. Ja, schick die Jungs los. Ich rufe die später wieder an. Alles klar. Ich muss Sie vorläufig festnehmen. Sie stehen unter Mordverdacht. Dass ich nicht lache. Sie stehen im dringenden Tatverdacht, Per Bovide erschossen zu haben. Mit Ihrer Schrotflinte. Da habe ich schon auf alles Mögliche geballert, aber nicht auf den da. Das Labor wird frische Schmauchspuren und Ihre Fingerabdrücke nachweisen. Hey, sagen Sie im verdammten Labor, dass ich mit dieser Flinte schon seit 20 Jahren schieße. Aber bestimmt nicht auf den da. Ich würde nie einen Mann mit einer Schrotladung erschießen. Ist mir viel zu unsicher. Sie können den Toten ruhig beim Namen nennen. Sie wissen, wer er war, denn Sie kannten ihn. Und Sie kannten auch seinen Partner, Morgan Larsson. Larsson? Ja. Larsson? Halb Schweden heißt Larsson. Und das Morphium in Ihrem Zimmer? Das haben Sie Per Bovide aus dem Boot gestohlen. War Per Bovide Ihr Arzt? Hat er Sie abhängig gemacht? Abhängig? Mich macht niemand abhängig. Ich entscheide, ob ich Morphium nehme. Wann und so oft ich will. Ja, hier. Steckschuss. Scheiße! Ich habe höllische Schmerzen! Ja, ich regle das allein. Ich bestimme, wie oft und wie viel ich davon nehme. Sie bezogen das Morphium von Larsson. Und Sie bezahlten ihm, indem Sie wechseln, wenn er Nachschub holte, hier vor der Insel. Wechseln? Meinen Job nehme ich sehr ernst, aber ich habe die Augen nicht überall. Die Wetterstation. Wetterstation. Die Wetterstation. Da finden Sie mein Alibi für den da. Die übliche Kontrolle. Die muss immer gecheckt werden. Einmal pro Stunde. Oh. Herr Bovide ist tot? Ja, erschossen. Auf Gotske Sandön. Und Sie können die Nächste sein, Frau Larsson. Aber wieso? Wann hat jemand die Glocke von Gotske Sandön geborgen? Im Sommer 94? War es an der Nacht vom 22. auf den 23. Juni? Das weiß ich nicht mehr. Und ich verstehe auch nicht, warum Sie sich immer wieder für diese alten Geschichten interessieren. Was für alte Geschichten, Frau Larsson? Ich weiß davon nichts. Was hat Ihr Mann Ihnen erzählt von jener Nacht? Nichts. Sie lügen. Er saß nicht neben Ihnen auf dem Sofa. Auch Per Bovide nicht. Beide waren auf der Insel. Das waren Touristen aus Stockholm, das wissen doch alle. Aber Sie nicht. Sie wissen es nicht. Und seit Jahren kriegen Sie die Frage nicht aus dem Kopf. Was hatten Per und Morgan mit dem Tod des Mädchens zu tun? Der Fall wird wieder aufgerollt. Und falls herauskommt, dass Sie damals eine Falschaussage gemacht haben, wandern Sie ins Gefängnis. Wollen Sie das Ihrer Tochter antun? Wissen Sie, was das für ein Leben ist? Mit einem Süchtigen? Fortsetzung Verhör mit Ingrid Larsson, 17.08. 16.30 Uhr. Am 22. Juni nachmittags brachen also Per Bovide und Morgan Larsson auf, um vor Gotska Sandön zu tauchen. Sie hatten aber eine dritte Person an Bord, die das Foto gemacht hat. Wer war das?
Lina? Okay, du musst kommen. Ich bin zu Hause. Ja. Nehmt Jahre an scheiß Müll mit! Glaubst du, darf Lars von umgebracht? Immer? Nee, glaube ich nicht. Weder Gelegenheit noch Motiv, außerdem ist es eine andere Mordwaffe. Und das jetzt? Flieg dir alleine. Ich rede nochmal mit dem Fährmann. Die wehen an? Mal sehen. Schön durchatmen. Atmen, atmen, atmen. Ganz ruhig. Warte, das Kissen. So ist das schon besser. Liegst du bequem? Ja? Gut. Ist es nicht viel zu früh? Nein, nein, das ist völlig normal. 10 Tage vor dem Termin, das ist okay. Mach dir keine Sorgen. Entspann dich einfach, hm? Brauchst du noch was? Keine Ahnung. Wo bleibt denn Lennart überhaupt? Er kommt sicher gleich. Ja, Karin? Okay. Ingrid Larsson hat geredet. Ah? Es gab noch einen dritten Mann. Sein Name? Falk. Lennart Falk, der Fährmann. Danke, Kari. Hey. Hallo. Kommen wir pünktlich an? Ja. Wir liegen 10 Minuten vor der Zeit. Ich will auch schnell nach Hause. Sie haben mich angelogen. Was? Sie haben gestern Perbo wieder nach Kotzkasandeln gebracht. Ist schon möglich. Ich kann mich unmöglich an jeden Passagier erinnern. Sie haben kein Ticket verkauft. Er war Ihr einziger Passagier. Sie haben ihn auf die Insel gebracht und dann erschossen. So ein Unsinn. Glauben Sie das wirklich? Außer Ingmar und Bovide waren nur noch Sie auf der Insel. Irgendjemand kam mit einem Boot? Sie wollten es Ingmar in die Schuhe schieben. Während er irgendwo auf der Insel unterwegs war, haben Sie sein Gewehr gestohlen. Dann haben Sie Bovide getötet und danach die Waffe zurückgelegt. Zusammen mit dem Morphium. Was glauben Sie? Warum sollte ich das tun? Für Ihre Frau. Damit Vera endlich ihren Frieden findet. Warum sollte meine Frau dadurch ihren Frieden finden? Weil sie die Schwester der ermordeten Katja Goretschi ist. Stopp, hier ist es perfekt. Komm, lass noch ein bisschen weiter nach da. Nix da. Hallo, es ist mein Geburtstag und meine erste Strandübernachtung und ist hier. Sherry sollte man nur auf offener See trinken. Schmeckt scheiß gut. Weil die Luft so salzig schmeckt. Das gibt dem Sherry erst den richtigen Kick. Gib mir die Flasche. Vorsicht. Komm, Küsschen. Gib sie mir. Komm, wir suchen Holz. Was war das denn? Wo? Da. Das könnten Schiffbrüchige sein, die Hilfe brauchen. Wäre schon möglich. Hey, lass uns noch was übrig. Wir sind auch noch da.
haust ja was weg. Katja trinkt nicht so viel. Das ist nicht meine Mutter. Wenn sie hier wäre, dann... Sie ist tot. Hört auf, euch zu streiten, ja? Dafür seid ihr beide doch viel zu süß. Bist du nur eifersüchtig? Oh. Ja! Party! Müsst ihr denn nicht längst in euren rosa Bettchen liegen? Quatsch. Jetzt mal ehrlich, wie alt seid ihr eigentlich? 17. 18. Oh. Oh. Dir muss man sicher richtig in Acht nehmen, du süße Hexe. Mehr Schnaps. Oh. Guck mal. Was ist das denn? Sein Ammoniak. Der ist 400 Millionen Jahre alt und den gibt's haufenweise auf Gotland. Was weißt du denn schon? Also, ich finde ihn toll. Dafür gibt's einen Kuss. Ah, das kennst du. Hey! Ganz schön kühl geworden. Gehen wir doch rüber, aufs Boot. Da ist es so gemütlich. Oh. Ach nee, du gehst nirgends hin. Ja, schon klar, Mama. Leck mich. Kommt. Kommt in mein kleines Boot. Ui, was ist denn? Scheiß doch drauf, du blöde Schlampe! Lesbe! Du bist unsere Königin. Ich bin die Königin der Nacht! Siehst du, sie steht mehr auf mich als auf dich. Wetten? Um was? Oh. Wuhu! Um das Boot. Du spinnst. Keine Muschi ist ein Segelboot wert. Wir können ja teilen, unter Freunden. Hör auf, ich will das nicht. Lass es bitte. Entspann dich. Ganz locker machen. Schlappe. Entspann dich endlich. Komm, komm. Was macht ihr da? Oh, der Kiffer ist aufgewacht. Warum haben Sie mit den Mördern Ihrer Schwägerin Geschäfte gemacht? Ich wusste es doch nicht. Ovida hat mir erst Jahre später erzählt, dass er sie umgebracht hat. Sie lügen. Was hast du mit ihr gemacht? Wo ist sie? Scheiße! Du? Oh, ich muss ins Krankenhaus! Wir können nicht ins Krankenhaus.
Du hast sie gefördert. Ich hab nichts damit zu tun. Verdammte Scheiße, bring mich ins Krankenhaus! Und wenn Sie Fragen stellen und rauskriegen, was passiert ist, dann ist unser Leben zerstört. Halt die Schnauze! Ich werde dich jetzt operieren. Wir brauchen Schnaps und ein Messer. Lennart, Schnaps! Du hängst genauso drin, verdammt! Das haut dich jetzt weg. Komm her, Lennart! Freunde müssen zusammenhalten! Wir sind keine Freunde mehr. Wir kommen nie mehr voneinander los. Nie mehr. Sie waren mit Ovide und Larsson auf dem Boot. Sie haben das Foto gemacht. Aber ich habe ihr nichts getan. Sie haben zugesehen und keinen Finger gerührt. Sie haben die Klappe gehalten. Sie haben die Schwester geheiratet. Ich wollte ihr helfen. Es wieder gut machen. Ich wollte alles wieder ins Lot bringen. Sagen Sie die Wahrheit. Wer hat Larsson erschossen? Weiß ich nicht. Sie waren zur Tatzeit auf der Fähre, nicht im Steinbruch. Fragen Sie die Reederei. Ich habe eine andere Tour übernommen. Das habe ich getan. Sie haben nicht getauscht. Sie standen hier am Ruder, während Ihre Frau Larsson erschossen. Das ist eine Lüge. Eine verdammte Lüge! Das ist es nicht! Eine Woche steht er plötzlich neben ihr, an der Kasse. Am nächsten Morgen lauerte sie ihm auf und folgte ihm in den Steinbruch. Dort hat sie ihn gezwungen, Bovide anzurufen. Sie wollte beide Männer zusammentöten, aber Larsson... Bitte nein! Und dann haben sie Bovide erschossen. Sie wollten ihr den zweiten Mord abnehmen, damit sie endlich Ruhe finden. Weiß Vera, dass sie bei der Ermordung von Katja dabei war? Nein. Und Sie werden es ihr nicht sagen. Niemals. Das werde ich auch nicht. Sie werden es ihr sagen. Lennart Falk, ich verhafte Sie wegen Mordes an Per Bovide. Was passiert mit Vera? Kurz vor der Entbindung, ich... Bitte. Lassen Sie mich mit ihr reden, bitte. Okay. Aber Sie müssen ihr die Wahrheit sagen.
Lennart, endlich. Wir müssen ins Krankenhaus. Na, können wir los? Hallo, was machst du denn hier? Hallo, Line. Was machen Sie denn hier? Nehmen die Hebammen seit neuestem auch ihre Männer mit ins Krankenhaus? Ich hätte eigentlich nichts dagegen. Ist es schon soweit? Es dauert nicht mehr lange. Ich habe gedacht, erst in ein paar Tagen. Der Kleine hat es ein bisschen eilig. Und, was machen Sie nun hier? Das erklärt Ihnen Ihr Mann. Lennart? Ich habe Bovide getötet. Das Bovide umgebracht? Ja. Und Morgan Larsson. Du kannst... Ich habe beide getötet. Larsson und Bovide. Wieso hast du das gemacht? Wo sie doch ihre Freunde waren. Weil ich dich liebe. Was? Was haben sie gesagt? Was für Freunde? Ich habe die beiden gekannt. Ich war auch auf dem Boot damals. Aber ich habe Katja nicht angerührt. Ich hätte ihr helfen müssen, aber ich... Du hast mich geheiratet, du hast mir ein Kind gemacht, du... Wie kannst du das? Wie... Weil ich dich liebe? Du bist ja krank. Ich hab dich geliebt von Anfang an. Und gesehen, wie du gelitten hast. Dein ganzes Leben. Sie müssen mich verhaften wegen Mordes am Morgen, Lars. Nein, ich habe Larsson erschossen. Ich war's. Ich. Oh. Vera. Ah. Komm, leg dich hin. Komm, du musst atmen. Immer schön atmen. Tief durchatmen. Ah. Sehr gut. Leg dich hin und weiter atmen. Wunderbar. Nein, Vera, ich habe es getan. Du bist unschuldig. Hör auf zu lügen. Hör wenigstens jetzt auf zu lügen. Vera, das Sie müssen mich verhaften. Sofort den Schlüssel. Du warst hier im Haus. Ich bin rausgefahren zum Steinbruch. Ich hab ihn erschossen. Sie den bitte meiner Frau. Hallo? Hallo?
Der Mutter und dem Baby geht's gut. Schön. Was passiert jetzt mit Ihnen? Das Kind wird bei ihr bleiben können. Vielleicht kann man sich gar nicht wünschen, dass die Familie wieder zusammenkommt.